Als nächster Herr Abgeordneter, Diplom-Ingenieur Gerhard Deimig. Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, meine Damen und Herren. Ja, zuerst einmal, lieber Kollege Heinzl, ich weiß zwar, immer wenn der Kollege Hafenecker und ich da waren und du einen Zwischenruf gemacht hast, das war für uns einfach eine klare Aufgabe, heftig darauf zu reagieren, aber ohne dem hätte es keinen Spaß gemacht. Trotzdem, die sachliche Diskussion war im Vordergrund und einfach das verbale Duellieren, das gehört zur Aufgabe eines Abgeordneten. Ohne dem würde es eigentlich wenig Spaß machen. Es war trotzdem immer angenehm und schön, mit dir zu diskutieren und sachlich etwas weiterzubringen. Ich weiß, du schwenkst langsam, aber sicher vom zweigleisigen auf das zweirädrige System um. Da werden wir nur mal genauer drüber reden, über dieses Thema, vor allem wenn es um Harley-Davidson geht. Zu den heute zu diskutierenden gesetzlichen Maßnahmen. Dreimal ein dickes Plus über diese Themen, dreimal eine Zustimmung. Das erste ist einmal die Heimholung, wenn man so will, der Bundesanstalt für Verkehr und in die Sicherheitsuntersuchungsstelle, in das BMFIT. Natürlich eine mit den entsprechenden Anpassungen im KFG. Und vor allem, und das ist das Wichtige, dass die technischen Unterwegskontrollen ordentlich und funktionell und vor allem der Sicherheit dienend weitergemacht werden können. Das ist einer der wesentlichen Punkte, die auf der Straße die Sicherheit im Verkehr erhöhen, dass einfach Fahrzeuge, die nicht dem Stand der Technik und der Gesetze entsprechen, herausgeholt werden, mit den entsprechenden Unterstützungen. Der zweite Punkt, zu dem ich Stellung nehmen möchte, ist sozusagen die Gegenbewegung. Das heißt, aus Sparsamkeitsgründen die Schifffahrtsaufsicht raus vom BMFIT rein in die Via Donau. Die Zahlen, die Sie vorgelegt haben, Herr Minister, sind nachvollziehbar. Und wenn man nur rein sich auf das vorgelegte Zahlenmaterial konzentrieren würde, ohne Hintergründe zu wissen, aber Sie wissen, da war die Zahl mit den 564, das sind Einmalmaßnahmen, das heißt, durch die Kennzeichnung von ufernahen Bojen und so weiter mit GPS, also in Summe eine kostensparende Maßnahme, vor allem beim Personal, und auch da gehen wir mit. Und auch der dritte Punkt mit der Luftfahrt ist für uns durchaus nachvollziehbar und wir werden diesen Punkt mitbeschließen. Ich möchte aber die Diskussion, vor allem wo es um Sicherheit im Verkehr geht, nicht vorübergehen lassen, um sie sozusagen am Ende der Legislaturperiode schon noch auf etwas hinweisen. Sie haben es selber auch entdeckt, aber es, und auch schon reagiert, aber noch nicht ganz. Es gibt auch Sicherheits- und Unfalluntersuchungsstellen, Untersuchungsstellen, die den Schienenverkehr anlangen. Und wenn man heute davon oder von der gesetzlichen Basis ausgehen, dass Berichte in einem Jahr fertig sein sollen, diese Stelle aber einen vorläufigen Bericht in 13, 14 Monaten zusammenbringen und dort sind Fehler drinnen, ich glaube, da haben Sie noch ein bisschen Arbeitsvolumen zu erledigen. Die Damen und Herren in diesen Stellen freuen sich sicher, wenn Sie Ihnen ein bisschen mehr auf die Finger schauen. Und das wäre dann ein weiterer Punkt für Verkehrssicherheit in Österreich. Dankeschön. Sagt Gerhard Deimek von der FPÖ, er ist Verkehrssprecher seiner Partei.